Hallo, willkommen zurück zu Terraria. Wir brauchen Unicorn and a Stick. 1% Chance von einem Unicorn. Okay. Okay, wir werden, glaube ich, ein paar Unicorns killen müssen. Banner hatten wir eh noch nicht. Das Nimm wollte es ich gleich gerade mit. nicht. Welches Tab habe ich gerade geschlossen? Moth. Ah, okay. Gut, kann ich lesen. Das ist okay. Okay, wie kriegen wir Unicorn and a Stick jetzt am besten? Nee, wirklich. Wo farmen wir das, bitteschön? Deine Himmelsinsel hat doch einen Hellordwald. Weiß nicht, ob der sinnvoller ist als einfach. Okay, Weil wenn die du meinst, dass Wüste. da genug spawnt. Also, wenn du auf der Insel stehst und sie einfach von links auf dich zulaufen lässt, von außerhalb, könnte es gut gehen. Aber. Ja. Zehnfach. Aber. Ja, hallo, Wüfer, dich wollte ich jetzt nicht. Ah ja, logisch, der ist da oben auch. Aber dessen Banner brauchen wir irgendwann auch, also. Hallo, zweiter Wüfern. Okay, das klingt langsam eklig. Die ständig kommen. Oh nein, das ist ja mega nervig. Also, ich sehe ehrlich gesagt nur Harpien hier oben. Funktioniert also nicht so gut. Nein. Ja, gut, vergiss es. Ich habe nichts gesagt. Nein, Wiedersehen. Kampfwürfer mit runter. Ich hätte gedacht, das ist keine schlechte Idee. Falsch gedacht. Bin ich eh. Also, wo gehen wir hin? Ich glaube, du brauchst einen Overground-Halo, den du erstmal erschaffen musst. Das wäre, glaube ich, gut. Muss ich den erschaffen? Wenn es keinen gibt, gibt es dann einen. Förmlich die schwarze Wüste. Das ist keine Themen, kann das sein? Nee, habe ich nicht. Ich baue gerade eine Himmelsinsel. Weil ich auch ein Biom brauche, das es unten nicht mehr gibt. Was? Ja, es gibt es einfach nicht mehr. Was soll ich denn tun? Gelbes Team. Willkommen auf meiner Sandinsel. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es keine Wüste mehr gibt. Natürlich gibt es keine Wüste mehr. Ja, Aber brauchst du bald denn eine Overground-Wüste? für ein Sandelemental glaube ich schon, ja. Ach, was weiß ich, ist mir egal. Ich brauch's jetzt jedenfalls. Du kannst mir helfen, wenn du Sand hast. Na, vielleicht reicht's auch, wenn es eins weniger tief ist. Oder zwei. Ich habe vielleicht eine Idee. Du schießt jetzt Sand mit der Sandkanone? Hast du die? Glaube ich Du nicht. kommst auf meine Idee, Mann! Ja, was? Weiß ich auch nicht. Ah, nice. Okay. Ja, weiß nicht, ob das ja, ein bisschen hilft. Denke ich schon. Auf Bin jeden der Fall. Sandbauer. Wie ist es eigentlich? Wieso ist bei dir Licht? Ich brauche meine Fledermäuse zum Beispiel. Habe ich nicht auch irgendwo einen Orb? Was Ich zur Hölle weiß nicht, hast du was du eigentlich für über ein deinem Kopf? Leitfeld an hast. Ja, scheinbar gar keins. Schau. Das ist aber schlecht. Es ist deaktiviert, deswegen. Ja, warum denn das? Weiß ich nicht. Aber du bist angekommen. Also, das Aber müsste jetzt Wüste war, groß glaube genug ich, sein. wirklich viel. Wirklich? Ich glaube, Wüste war, glaube ich, sehr gemein mit der Menge an Sand, die man braucht, aber das wird nicht so zählt. Genau. Kannst auch keine Mobs anstellen und gucken, ob Wüstengegner da sind.
Irgendwas muss hier erst bauen. Das ist die Frage, ob irgendwas auch wirklich Wüstengegner sind. Wir sehen es gleich. Gott, ich habe nicht mal so viel Ansatz, weil es nicht ran verschossen hat, mir gerade gegeben. Also als erstes kommt ein Würfel. Der ist one-shotted worden von der Coin Gun. Und eine Armada an Harpien. Ich dachte, ich bin nicht so weit oben. Naja, ich wollte halt nicht in Sichtweite von der Plattform sein. Oh, ich habe einen Wyvern-Kite bekommen. Geil. Hat sie sicher noch nicht. Okay, mir reicht. Es kommen nur Harpien. Oh, was war das gerade? Irgendwas kam auch vom Sand. Es spawnen auf jeden Fall auch Mumien, aber die Harpien sind einfach ein bisschen problematisch. Holy shit. Ich baue nie wieder eine Himmelsinsel. Das tut ja weh. Ja, ganz eindeutig nicht meine beste Idee, so gesehen. So, na gut. Ich lasse mich mal nicht allzu sehr stören von denen. Ich darf das Wetter ja beeinflussen, oder? Ja, du kannst gerne mit dem Wetter rumspielen, wenn du willst. Gut. Ich brauche Spawnrate 10-fach. Oh. Ich weiß nicht, ob Tag besser. Oh, komm, komm, verschlossen. 1 zu 84.600 Chance. Beste Chancen, 18,2% Regenschance. Okay, ich mach mal 18%. Außerdem 7.30 Uhr nachts bis 4.30 Uhr abends. Es ist bereits 8.20 Uhr, also passt das. Ich lasse die Zeit mal ein bisschen vorwärts gehen, aber langsam. Weil das Game braucht Ticks. Oh, ein Harpy hat einen Chicken Nugget verloren. Ja. Ich habe 2 Bewandkites. Jetzt nicht erwartet. Okay, ich lese mal ab, wann das eine Wüste überhaupt ist. Wer ist. 1500. Okay, wir lassen das. Ich glaube, ich habe nur 400 Blöcke hier platziert. Wir haben also vielleicht die Hälfte. Ja, ich habe gesagt, die Wüste ist groß. Ich weiß ja nicht, warum du das jetzt noch machen willst. Ja, dann muss ich. Ja, okay, gut. Ich kann einfach eine Wüste umkonvertieren und wenn wir dann doch wieder eine andere Wüste als eine normale brauchen, bauen wir sie halt wieder um. Ja, genau. Und aktuell farmen wir gerade. Was anderes. Du farmst was anderes, ich weiß. Ein Horn am Stock. Ja, das ist das, was du machst. Ich hatte was anderes vor, aber egal, ich hab meinen kleinen Terminator. Und dann. Unter mir ist eine Mords Crimson Wüste, die brauchen wir ja für eine Weile nicht mehr. Wieso brauchen wir die nicht? Ich will eine normale Wüste, verdammt nochmal, weil ich nicht glaube, dass Sand. Warum willst du denn unbedingt normale Wüste? Weißt du denn sicher, dass der nur dort spawnt? Nun, hier steht. Ja, gut, gucken wir mal. Erst die Tipps. Es ist das einzige Hardmouse-Surface Desert-Gegner, der keine Variante für die Hardmouse für Crunchy Lumps enthält.
das kann es spawnen, das stimmt, ist aber ja genau. Soll sagt, dass es nicht spawnen kann. Ich glaube eigentlich nicht. Ich gehe eigentlich von aus, dass es dem recht egal ist. Gut. Wir müssen es trotzdem irgendwann machen für die Sandhaie, aber meinetwegen. Ja, aber das können wir ja dann machen. Machen wir jetzt erst die Crimson-Sandhaie. Ja. Also ich warte jetzt noch, dass ein Sandsturm entsteht. Inzwischen stehe ich auf der Pyramide der Hoffnung. Genau, also ich glaube, die Zeit muss dafür vorwärts laufen. Ja, das kann sein, sonst gibt es keine Ticks. Aber ich kann es beschleunigen, oder geht der Sandsturm dann so schnell wieder weg? Ich glaube eigentlich nicht, dass man beschleunigen muss. Ich glaube, es kommt eigentlich nicht schnell. Die Geschwindigkeit da ist. Ich meine, ich habe alles so eingestellt, wie es mir empfohlen wurde. Ja, du kannst probieren. Ich war schneller. Ja, super langsam. Ja, da ist ganz zu stoppen. Ich glaube, dann ist es okay. Ich sehe halt nichts, weil es so düster ist. Wie kommst du voran mit dem, was du farmst? Also ich hab's noch nicht getroffen gesehen. Ich glaube, wir haben auch einen Blutmond, kann das sein? Ah ja. Ich glaube, der hilft mir gerade. Oh, also zumindest habe ich einen Unicorn-Kite bekommen. Das habe ich jetzt nicht gefarmt, aber egal. Ich lese mal, ob es bei einem Platten überhaupt kommen kann. Es zählt doch als Event, also kann es wahrscheinlich nicht gleichzeitig sein. Wieso sollte denn das als Event sehen? Es steht, a Sandstorm is an event, which occurs randomly in the desert. Ja, und du willst mir sagen, ein Sandstorm kann nicht gleichzeitig... Du kannst auch einen Platten mit Goblin-Armee haben, also, oder nicht? Also bei mindestens 30 mph Windgeschwindigkeit sollte es bei der mit Sandstorms mindestens einen Sandsturm am Tag geben. Okay, wir haben immer noch Nacht, so ist ja der Tag noch gar nicht rum. Nee, innerhalb von einem 23,5 Minuten Zeitraum halt. Also ein voller Zyklus. Wie lange hält es jetzt die Frage? Sie haben keine 8 bis 24 Minuten Echtzeit läuft ein Sandsturm. Kann ich den ja kaum übersehen. Okay. Ich werde die Zeit beschleunigen. Muss ich halt einfrieren, wenn ich denke, dass es da ist. Ja, das sollte dir eigentlich auffallen. So wie das ist noch ein bisschen Vision affected. Ja, scheinbar ändert sich der Hintergrund. Ich meine, ich war da schon mal drin. Ich werde es schon sehen. Mein Gott.
Gott, ist hier viel Scheiß gedroppt. So, Unicorn Honor Stick wird researched und die Mushroom Cap ist nicht das, was du mir gegeben hast. Das heißt anders. Strange Line. Okay, was ist denn die Mushroom Cap? Oh, das könnte sein, dass ich die tatsächlich einfach nicht gekauft habe. Die gibt auf jeden Fall dir auch das Waffel. Ja, ich wollte keine Mütze. Muss wohl hingehen und dir das Haus anschauen, das ich gebaut habe. Da kein Teleporter. Du kannst einfach zum rechten Ozean. Das ist doch direkt dort. Oh. Hast du recht. Oh mein Gott, wir haben einen Sandsturm. Los geht's, ja, da ist der erste. Coin Gun. Okay, tot. Ein Forbidden Fragment. Ja, lass die Haie auf mich losgehen. Wo sind die Haie? Weil das Haus stand ja schon da, aber okay, du hast es jetzt eingerichtet. Ja, und naja, ja, genau. Ich ja, okay, du hast was reingebaut, ja, das stimmt wohl. Ach, da. Flash Reaver. Cool, schaut dir aus. So, die Mushroom Cap wird researched. Okay, du bist Golem Drop, oder? Ja. Woher kommst du? Vampire. Vampire. Spawnen die schon? Ich glaube schon, oder? Stimmt, ich habe Broken Bad Wings von denen bekommen. Natürlich spawnen die schon. Moonstone haben wir nicht bekommen, oder? Nee, ich glaube, den haben wir noch nicht. Hast du deinen Sandsturm schon? Ja, ist aktiv. Also wenn du Haie fahren willst, wäre jetzt die beste Chance. Ansonsten, ich habe 3 Forbidden Fragments, müsste ich jetzt haben. Muss ich mal meine baut. Ja, habe ich. Perfekt. Also ich habe die Fragments schon mal fertig. Sandelemente brauchen wir immer noch für den Banner logischerweise ein paar Kills. Aber abgesehen davon... Oh, was ist das denn? Sharkfin, aber rot. Meinetwegen. Hä? Ja, einen roten Sharkfin, frag mich nicht. Okay, ich dachte, das Item hieß Sharkfin, aber rot. Nein, es ist halt rot, aber du willst ja hoffentlich nicht wie bei den Geschenken okay, auch noch roten Sharkfin. Stört es dich, wenn ich jetzt einen Solar-Eclipse starte? Ich denke nicht, dass mich das stört, das Ansturm sollte ja aktiv bleiben. Solar. Ist er noch da? Das ist auf einmal ziemlich düster. Der Sandelemental ist jedenfalls noch da, also würde ich sagen, ja. Auf einmal kommen ganz andere Gegner, das kann ich dir auch sagen. Bin mir nicht 100% sicher, ob der Sandsturm noch da ist, aber selbst wenn nicht, es war jetzt nicht so schwer. Oh, da ist aber nochmal ein Hai gespawnt, ich würde also sagen, wahrscheinlich schon. Ich gehe mal schnell unter die Pyramide und baue mich zu oder so. Holy shit, überlebe ich. Mein Gott, das sieht echt aus. Gern hätte, wären jetzt nämlich mehr von diesen Haien. Können doch auch unterirdisch spawnen, oder brauchen die? Oder nicht? Vielleicht nicht. Oh, hier ist eine Crimson Mimic Hai. Das ist eine Dartpistole, der braucht das nur was. Wahrscheinlich wieder. Ja, ich glaube, der Sandsturm ist weg. Ich guck mal, ob Heil oben nur kommt, vielleicht. Wenn ich keinen sehe, wegen dieser blöden Solar-Eclipse. Was genau brauchst du von der Solar-Eclipse? Ich mach sie ja quasi nur. Den Mondstein. Oh, von den Vampiren. Ja. Klar. Ich bin... Oh mein Gott. Ich bin wohl echt überrascht gerade. Ich darf echt nicht aufhören zu kämpfen. Ich wollte nur meiner Void Bag gucken. Oh mein Gott. Die kann ich vorstellen. Gut, dass wir hier sicher sind. Also, ich habe einen Dune Splicer Banner. Sturdy Fossil, scheiß auf den. Jin's Curse. Hab ich. Lazy Dart Pistol. Dune Splicer Banner. Sand Shark Kite, geil, das ist der größte Kite. Okay. Todessickel hast du auch. Ah ja, ich auch. Cool, brauchst du meine nicht. Nachos hast du auch.
Bitte was? Nachos, was zu essen. Ich glaube irgendwie nicht, dass die einen besonderen Essenstrop haben. Okay. Crimson Key, brauchst du einen? Leg das Zeug doch in die Kiste, Mann! Frag mich nicht nach mehr Leiden. Bin fertig mit Wegschmeißen. Mondstein. Ich hab mal lecker Burger gegessen. Oder esse ich noch meine Nachos? Hm, ja. Ja, oder nicht. Oh, jetzt kommt die Coin Gun. Okay, dann besuche ich jetzt die Coin Gun. Muss ich mir da gleich nochmal geben. Coin. Landmine ist nach Plantera. Das Paladin Schild ist auch nach Plantera. Die sind auch nach Plantera, oder? Post Golem. Okay, noch weiter hinten. Ey, sag mal, reicht der Wind im Haus einfach nicht aus, damit mein Sand halt durch die Luft fliegen kann? Haben wir denn gerade überhaupt noch starken Wind? Und ich bin im Haus, vielleicht liegt's daran. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es daran liegt. Eigentlich. Das Spiel ja so genau geht. Wollte nur mit meinem großen Hai angeben. Aber egal. Moonstone hast du. Das ist eine der beiden. Naja, du kannst mir dann den Celestial Stone geben. Oder wie auch immer das Ding sich nennt, wenn wir den Sunstone haben. Oder du gibst mir den Moonstone gleich, dann kann ich selber craften später. Oder hast du es nur in eine Kiste gelegt, dann hole ich ihn mir raus. So, wenn ich den jetzt gefarmt habe, dann werde ich ihn auch jetzt researchen. Okay, alles danke. Den muss man craften. Das ist auch alles da drin. Hier kommt gerade das ganze Zeug von dem Dungeon. Ist das alles Plantera Drop? Das ist Plantera Drop. Ah, das ist was anderes. Post-Plantera, okay. Sticky auch Post-Plantera? Ja. Schaut's mit Leaf aus? Leaf Wings. Die hast du nicht gekauft, oder? Weil du bist ja der Witch-Doktor-Typi. Nee, ich war nicht beim Witch-Doktor seit Rehardmod. Der ist da oben. Muss er im Jungle sein? Er muss im Jungle sein dafür. Okay, ich kann ihn rübersetzen. Ich bin gerade eh schon dort. Oh, da ist gerade eh schon dort. Okay. Ist er schon da? Ja, ist schon da. Okay, ich wollte mich gerade zu dir teleportieren, weil du gerade da warst, aber okay. Ja, aber wäre ich nicht weggegangen, wäre er nicht schon da. Ja, aber du musst nicht wegteleportieren, du kannst ein paar Meter von den Häusern weggehen. Ich muss mich wegteleportieren. So. Er hat irgendwie nichts Besonderes, nur Digitotem. Sold. Den haben wir Jungle Admin. Okay, gehen wir mal zum Witch Doctor selber. Da steht das nicht richtig auf dieser Page drauf. Leafings. Doing night only. Ist doch night, oder nicht? Bin ich jetzt blöd? Leafings. When spoken to. In a hard mode, jungle, biome, during night. Bin doch hier im Dschungel oder bin ich jetzt weit weg vom Dschungel? Meinst du, wir sind zu weit oben? Nee, das macht doch keinen Sinn. Er ändert sich doch jetzt nicht die Wand, oder? Man kann Biome doch auch stacken. Leaf Wings, er verkauft sie. Dann standen wir da wirklich nicht ganz richtig. Hä? Wieso? Ich stehe doch oben. Ich hab auf Mitternacht gedrückt, weil es vielleicht 8 Uhr abends noch nicht weggenommen war. Es war nicht Nacht. Es war 8 Uhr abends, also ich weiß ja nicht, was Nacht ist, aber eigentlich ist das für Boss-Time ist das schon Nacht. Leafings sind researched.
Was ist das für ein Ding? Das ist auch Postplantera. Hat der Onyx Blast, das ist ja fast wie ein Feuerwerk. Warte, das ist das Item, oder? Hast du Bock auf einen Dungeon Guardian? Mit der Coin Gun? Klar, lass mich nur mal kurz Munition holen. Mit der Coin Gun. Okay, dann bräuchten wir definitiv. Klar. Noch ein paar mehr Platin-Coins. Es ist nur die Frage, sind wir schnell genug, um von ihm wegzukommen? Oder haben wir irgendwas, in dem wir schnell genug sein können? Weil die Wings alleine, da glaube ich nicht, dass es reicht. Ja, vor allem wegen der Treffsicherheit wäre halt eine Schiene oder eine lange Plattform echt nicht schlecht und wir haben eine lange Plattform. Haben wir keinen Mount, das fliegen kann? Schon bekommen? Ja, die Biene zum Beispiel. Ist aber glaube ich nicht so schnell, oder? Nö. Der Schleim. Vor allem, warum fliegen? Willst du nicht eher was, was schnell rennt? Welcher Mount hat denn die höchste Geschwindigkeit? Schnell rennt. Naja, ich würde den halt eher in der Luft bekämpfen. Das ist eine gewöhnliche Variante. So, Speed. Pferde. Pferde sind am schnellsten. Aber Hard Mode hat nochmal eine eigene Reihe. Ich meine, ja, wir könnten ja theoretisch eine Asphalt-Plattform bauen. Oder der langlaufen. Der Basilisk. Ah, Einhorn wäre noch schneller. Und Rudolf. Ich nehme meinen Basilisk. Wird schon reichen. Ich habe kein Einhorn, oder? Ah, doch, habe ich, logisch. Na gut. Darf man halt nicht anhalten. Ich glaube, ich habe noch nicht researched, wenn man richtig ins Sinne. Blessed Apple? Den da? Ja. Okay. Da muss ich die Welt aber wieder wechseln. Welt wechseln? Ach so, du willst. Ja, ja, den Dungeon Guardian. Das heißt aber, wir haben keine Plattform. Oh, so viel zum Laufen. Also müssen wir uns die bauen? Nein. Ich glaube, nein. Hüpfen muss reichen. Auch wenn es der Treffsicherheit schadet. Hä? Ja, du baust. Ich baue dich jetzt nicht extra eine Plattform. Ja, ich verstehe dich gerade überhaupt nicht, aber okay. Ich baue jedenfalls keine Plattform. Ja, du baust keine Plattform. Du hast mit deinem Mount auch noch Full Speed, wenn das Ding durchrennen kann. Ja, hüpfen ist doch wohl nicht so ein Problem. Ansonsten nehme ich das. Ich meine, wie schnell ist denn der? Brauchen wir 60 Speed überhaupt? Wenn man ausweichen kann, ist das doch alles halb so wild. Wir sind immerhin zu zweit. Ja toll, aber der macht uns so oder so One-Hit. Außer wir aktivieren God Mode. Wir machen dem doch immer nur einen Damage. Also brauchen wir doch gar keine Coin Gun. Wie wär's denn mit Chlorophyt Bullets? Bullets sind doch zielsuchend, oder? Das ich meine, ja, okay. Aber ich weiß ja auch nicht. Ich weiß nicht. Was ist denn die schnellste Schusswaffe, die wir jetzt aktuell haben? Gute Frage, aber wahrscheinlich ist es die Mega Shark. Ich gehe mal auf die Range. Ich bin mir nicht sicher, weil ich meine, die Coin Gun ist definitiv nicht langsam. So, Sekunde. List of Ranged Weapons. Use Time muss das ja dann sein. Meine Fresse, nein, ich will sortieren, nicht auf die Erklärung für Use Time. Da steht, glaube ich, auch immer ein Begriff dahinter. Oh, ach so, niedriger ist besser. Ja, da steht immer ein Begriff dahinter, oder nicht? Chain Gun. SDMG. Ja gut, die gibt's nicht. Celebration MK2? Hä? Kenn ich nicht. Okay. Gatly Gator und danach kommt schon Mega Shark. Ja, okay, dann nehmen wir die Mega Shark. Sieht so aus, ja. Und du musst mir noch die Munition dafür geben. Mega. Ah, weißt du was? Meine Mega Shark ist jetzt natürlich nur normal. Wenn ich eine schnellere hätte. Na ja, gut, das wird jetzt nicht so einen Unterschied machen. Ich glaube jetzt nicht, dass das jetzt so den schlagkräftigen Unterschied macht hier. Ja, ich hoffe mal nicht. Das ist doch mal nett, danke für die Munition. Okay. Der hat doch nur, wie viel Leben hat der? 1000, also ein Stack sollte ja reichen. Ich mal zwei Stacks mit. Du möchtest, dass so keine Plattform war? Nö. Ist doch sehr flach, die Welt. Sieht doch gut aus. Ich bin schon gegen die Wand gekracht, aber okay. Okay, hier. Das ist nicht mehr so flach.
Du, ich habe Asphalt dabei, da rennen wir sogar noch schneller. Okay, wenn du Lust hast, eine zu bauen, während ich esse, das wäre noch so ein Kompromiss. Okay, wir müssen halt den Dungeon gerade finden. Ich habe jetzt keinen Bock, das Map-Tool zu nutzen. Also, so, entweder dann laufe ich in die andere Richtung. Ja, das macht dann am meisten Sinn. Ich habe eigentlich viel dafür, dass wir teleportieren. Ich bin hier beim Dschungel. Ich weiß nicht. Kann es dann auf der Seite überhaupt sein? Ich bin mir nicht ganz sicher. Boah, Kackbaum. Weißt du, irgendwie glaube ich, es wäre am... Ich habe hier einen Crimson. Es ist auf deiner Seite, ich bin schon am Meer. Okay. Das ist eine Small Welt. Ich wollte gerade sagen, es wäre doch am sinnvollsten, am Meer anzufangen, weil der Dungeon immer relativ weit aus ist. Aber, ja gut, ist ja dann klein. Oh, hier ist Crimson und jetzt ist hier Schnee. Schön sieht's aus. Du baust schon mal die Plattform vom anderen Ende der Map. So lang muss sie nicht werden, oder? Wenn du mal... Nein, nein, lass das, bitte. Auf ich habe gedacht. Ich hatte Angst, dass du schon angefangen hast. Aber du bist nur deswegen noch nicht bei mir, weil du nicht kannst. Ich verstehe. Ich kann mich gerade nicht teleportieren zu dir, ja. Ich bin lila. Okay. Oh, lol. Du bist ja schon drin. Oh, Fackeln sind. Ja. Okay, jetzt ist die Frage, wie weit müssen wir hoch? Erstmal möchte ich das hier aus dem Weg schaffen. Eis. Dann nehmen wir die Höhe. Ah, Bilder Potion. Oh, ich hab, mein Gott, ich hab die Idee, wie wir hier dann instant hochkommen können. Plattform-Teleports. Okay, ich dachte, du willst heute. Was will ich? Du weißt, was Plattform-Teleports sind, oder? Das ist die... Was ist die Technik überhaupt? Keine Ahnung, ich bin am Bauen. Ja, das darfst du auch. Möchte ich dir jetzt nicht verbieten. Hättest sogar vielleicht noch was anderes machen können, fällt mir gerade ein. Aber egal, jetzt baue ich schon was für eine Plattform. Okay, was wäre das andere? Dass Minecraft Maschinen bauen kann, aber ich weiß nicht, wie weit unser Bestiari ist. Gute Frage. Aber egal, ich werde schon schnell genug bauen mit der Builder Potion. Du hast schon eine ganz schöne Strecke erreicht, vielleicht reicht das ja. Ich habe auf jeden Fall schon 500 Blöcke verbaut. Eine ganz dumme Frage, wo hast du angefangen? Ah, da hast du angefangen, okay. Ich bin ein bisschen hochgeflogen und habe dann mit der Eisrotte was hingeschossen. Ja. Boah, ich hoffe, ich bin hoch genug. Die Korruption geht gerade, die Crimson geht gerade ein bisschen sehr hoch, aber ich glaube, es könnte gerade so hinhauen. Ja. Jetzt hat mein Smart Cursor mit dem falschen Block angefasst. So. Okay, wollte ich mir kurz runter. Ja, Alter, das reicht aber exakt. Ja. Okay, der Baum wird ein Problem, zu dem du gerade unterwegs bist. Ach, ist der noch höher? Ja, ist er, warum? Ah, es ist ungünstig, ja. Genau, du baust einfach unter mir. Passt. Ganz eindeutig bist du aber schneller als ich. Ich meine, ich hoffe, das Spiel funktioniert auch auf dem Mount, das wäre der Gag, wenn das nicht ist. Aber wir können es dann sogar testen eigentlich, weil wir haben ja unsere Meter, die uns anzeigen. Ich komme nur auf 60, ich glaube nicht, dass ich... Also, ich glaube, es ist wirklich irrelevant. Also, ich laufe aktuell mit 81. Okay, wir sind zu Fuß schneller, wir brauchen keinen Mount. Dann schau... Okay, warte. Ah ja, scheiß Ernst. Warum funktioniert das denn nicht für Mounts? Ja, das ist ja mega Missed Opportunity, aber okay. Sollen wir dann noch ein paar Speed-Accessories einpacken? Ich weiß ja jetzt nicht genau, was alles stackt. Ich glaube, dass das mehr als genug ist. Ich weiß das.
Ich guck mal. Schauen, vielleicht komme ich ja über 100, das wäre geil. Also eigentlich muss einfach nur einer ihn anlocken. Und ich weiß ja auch nicht mal genau, wie schnell der fliegt. Ich weiß, dass der Cosmic Khaki schnell genug war. Der fliegt mit einem Speed von 40? Oder 60? Ich weiß nicht. Ich bin eher am überlegen, ob ich irgendwas mit mehr Unverwundbarkeit anziehe oder so. Ich meine, unser Ziel ist es, dass wir schneller sind als ihn, also ihn nie berühren. Wir können ihn überleben, glaube ich. Aber ich habe jetzt auch keine Rüstung. Ja, wenn du Dodge hast. Ich meine, du hast ja Helot-Rüstung, du hast Dodge, dass du kannst einmal durchlaufen, stimmt. Scheint nicht aktiv zu sein gerade, aber. Ich weiß nicht genau, wie das mit dem. Ich komme nur auf 62. Was zur Hölle hast du an, dass du 80 hast? Also ich bin genauso schnell ohne Tier als mit Tier. Wie jetzt? Du rennst nicht auf ein. Aber du rennst auf. Aber du rennst hier schon schneller als auf normalen Boden, oder nicht? Ja, das schon, klar. 41 wär's sonst. Also 20 mehr. Aber trotzdem sind es halt nur 61 und 62. Hä? Wieso hast du 80 hier? Was machst du anders? Hast du Geschwindigkeit in deiner Ausrüstung? Nein, eigentlich überhaupt nicht. Okay. Verstehst du jetzt gerade auch nicht. Du verstehst den Plan, wie wir zur Plattform hochkommen, den ich gebaut habe, oder? Wieso bist du denn so viel langsamer? Ich renne hier mit 81! Okay, das heißt, du hast das wirklich ernst gemeint. Ich habe Terraspark-Schuhe. Batwings, Terraspark-Schuhe, Angstshield, Moonshell, Bone Helmet, aber ich glaube nicht, dass es mehr Speed gibt. Na, lies es in Ruhe, du. Und die anderen Sachen sind ja alle in den Slots, die aktuell deaktiv sind. Die sollten eigentlich auch keinen Speed jetzt geben. Oder gibt die Chlorophyll-Rüstung mehr Speed? Nee, das ist doch nur der. Ach doch, die gibt mir Movement Speed! 5% Movement Speed bekomme ich von den Schuhen. Aber auch nur von den Schuhen. Haut das hin? Warte mal, meine Halo-Schuhe geben mir 8%. Hä? Ey, dann macht's aber keinen Sinn. Warum bin ich denn dann schneller? Ja, das frage ich mich auch. Oder kannst du nicht lesen? Und hast. Keine Ahnung, ich kann dir gerne mein komplettes Loadout sagen. Du ziehst das an und kannst gucken, ob du dann genauso schnell rennst wie ich. Kurze Frage: Der Dungeon Guardian, der spawnt unendlich oft, oder? Ich kann ihn also einfach schon mal triggern und mitbringen, wenn ich Bock hab. Wenn du mich natzen willst, dann ja. 81, was ist, wenn ich die Schuhe ausziehe? Bitte. Hä? Okay, das war gerade sehr strange. Ich die Schuhe ausziehe, renne ich mit 77, okay. Wenn ich den Angstschild ausziehe, dann renne ich auch mit 81, das hat keinen Effekt. Wenn ich meine Graves ausziehe, dann renne ich mit 79, das hat auch nicht so den Effekt eigentlich. Ein bisschen, wegen 3%. Ja, die Food-Rüstung hat nicht so einen starken Effekt. Okay, jetzt sehen wir Batwings aus. Auch immer noch so schnell. Jetzt sehen wir Moonshell aus. Auch immer noch so schnell. Jetzt sehen wir Bone Helmet aus. Auch immer noch so schnell. Ja, tut mir leid, ich kann dir nicht sagen, warum ich so viel schneller laufe als du. Na gut. Vielleicht funktioniert der Asphalt-Effekt bei dir nicht richtig, was keinen Sinn ergibt, aber. Oder der Server stoppt dich irgendwie? Vielleicht bist du zu schnell für ihn? Keine Ahnung, aber eigentlich wüsste ich nie, warum du zu schnell sein sollst, nicht. Aber. Ich hoffe, du bist trotzdem schnell genug, als das wäre ungünstig. Müsste ich den ja alleine töten. Ansonsten muss ich halt hüpfen. Und hinter ihm herlaufen, während du vor ihm herläufst. Ah, gut, stimmt, wenn er mich verfolgt, kannst du in den herlaufen. Das sollte sich ja, denke ich mal, nicht umdrehen. Also ich stehe gerade vor einer Halo-Chest und der hat mich immer noch nicht angegriffen. Ich weiß also echt nicht, wo ich noch hin muss. Ja, du musst weit genug runter. Auf was für eine Höhe bist du denn? Ach so. 108 Underground. Also ich bin quasi schon im Minus sozusagen. Ich bin unter 0. Hier ist jetzt Surface. Dann sollte der aber doch schon kommen. Oh, warte mal, kann der nicht spawnen, weil ich auf 0 bin? Oh, ja, das ist der Grund, ja, das stimmt. Das wäre der Witz. Das ist geil. Nicht der Witz, das ist einfach so. Das habe ich in Mach anderen Welten auch gemacht, weil ich nicht immer den Dungeon-Typen töten wollte.
Und wenn ich die Wand nicht abbauen muss, kann ich einfach so in den Dungeon reingehen. Hier ist ein Haufen Eis. Ja gut, weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll, aber sowas okay. Wie... Meine Frage, bin ich jetzt nochmal schneller? Bitte was? Jetzt bin ich 84. Jetzt bin ich langsamer? Als Werwolf bin ich langsamer? Okay. Wie weit bist du eigentlich schon? Ich glaube, du bist weit genug, Dennis. Das müssen wir mal. Ja, ich bin. Ich frage mich, ob wir es hinkriegen. Ob wir das überhaupt hinkriegen. Ja. Okay, ich hoffe einfach, dass das kein Problem sein wird, weil ich keinen Bock habe, das jetzt zu fixen. Warte mal, das war der Dschungel. Nach dem Dschungel kommt der Ozean. Das ist Pitlauf schon ganz schön weit. Blöcke habe ich noch. Hallo? Hm? Ja, was soll ich dir sagen? Keine Ahnung. Ja, wie viele Blöcke ich noch habe? Du hast ungefähr noch ein Sechstel der Map vor dir. Aber du kannst einfach aufhören, würde ich sagen. Soll ich das etwa? Ich versuche ihn jetzt anzulocken. Und du... merkst es ja dann, wenn ich es nicht schaffe, zu fliehen. Okay, ja, das werde ich dann merken. Mist. Oh! Oh mein Gott! Nein! Bitte! Lass mich! Fuck! Ich war fast dort! Warum waren es zwei? Ja, das kann passieren, dass das mehr spawnen als einer. Okay, also das Plattform hochteleportieren ist in Ordnung, aber vielleicht ist Fliegen doch schneller. Ich werde es gleich noch mal wissen. Ich weiß nicht, was du meinst. Oh, oh mein Gott, ich sehe nichts mehr wegen meinen Tränken. Oh Gott, ich brauche meine Tränke. Ja, ich muss meine Tränke aktivieren. Ich verliere mein ganzes Platin. Ist egal, brauchst du nicht. Übrigens habe ich hier extra ein Bett stehen, deswegen war das jetzt so schnell wieder möglich. Kleiner Trickser. Dick! Ach, komm schon! Ich habe mich an die Plattform hin teleportiert mit meinem Hook, wollte dann weiterfliegen, war aber dann wieder unter der Plattform. Okay, also das wird nicht leicht, Dennis. Ich wünsche dir dann viel Glück, weil du bist näher dran. Mein Ping ist das Problem, genau. Ja, klar, natürlich. Ist doch logisch. Jetzt sind das jetzt was abändern. Das ist eine Ausrede zu finden. Er kommt nicht mehr. Hä? Er kommt. Oh, okay, da ist er. Zwei davon. Okay, ja. Okay, ich glaube, ich schaff's. Ah, oh, fuck. Okay, ich bin rüber und auf der Plattform gerade landen wollen, aber er geht natürlich durch die Plattform durch. Also, einer von uns muss schon dort stehen und der andere fliegt einfach weiter und dann wechselt der Dungeon Guardian hoffentlich den Fokus. Problem ist, ich habe Berserker Gloves, die werde ich jetzt ausziehen. Weil sonst fokust der mich vielleicht weiter unnötigerweise. Ja, aber interessant. So. Bist du schon gespawnt? Ja, oh mein Gott! Pass auf! Hä? Oh, ich war gerade ganz kurz unsterblich. Oh mein Gott, Alter. Wie ist das passiert?
War nicht darauf vorbereitet, dass du den jetzt schon spawnst. Teleportier dich einfach zu mir und klick das Bett an. Ja, ich hatte vor, zu dir zu... Ich möchte eigentlich kein Bett haben, aber okay. Oh mein Gott. Soll ich ihn anlocken oder warum gehst du hoch? Oder willst du noch was umbauen? Nein, ich mach das einfach schlau. Oh mein Gott, ein Teleporter. Ja, das... Schau, du hast es drauf. Da sieht man mal, wer intelligent ist und wer nicht. Vor allem, du hast vorhin was vom Teleporter gesagt, aber anscheinend hast du das nicht so gemeint. Ja, Teleport-Hook. Okay. Okay, noch ein Stück und du bist sehr riskant. Okay. Ich warte oben. Wo soll ich den Teleporter platzieren? Keine Ahnung, also wenn du am unteren Ende vom Tunnel bist, bist du eigentlich schon weit genug. Egal, stell ihn einfach hier hin. Hä? Jetzt komme ich auf 78. Aber wir haben Vollmond. Na gut. Verstehe ich nicht. Ach so, warte, ich habe jetzt einen Swiftness-Posen aktiv, deswegen. Kann der an die Decke? Nein. Ah, wo stelle ich den hin? Kann ich den da treffen? Ja, oh, ich habe gerade Holy Protection. Darf ich denn? Ach, deswegen. Ah, okay. Holy Protection. Ja, okay. Dann viel Glück. Okay, dann machen wir die Spawn Rate mal an auf. Machen wir ein bisschen. So die Hälfte. Ah! Okay, der kam ein bisschen früher, als ich dachte. Er hat sich verpisst. Ja, der war ein bisschen... Der kam ein bisschen weiter oben, als ich dachte. Wo hast du denn den Teleporter hingetan? Weil der untere Gang ist eigentlich schon zu weit. Ja, da unten halt. Also er kam auch schon mal da, wo du jetzt bist. Ich habe einen Vorsprung, ich kann es schaffen. Okay. Oh mein Gott, hüpf! Ja! Ja! Okay, wir sind im Rennen. Wir sind viel zu schnell für den. Oh, aber du schießt nicht die richtigen Bullets, glaube ich. Aber okay, du kannst keine schießen. Aber ich habe gar keine anderen im Inventar. Ja, aber bei mir ist es ein grüner Strahl, bei dir nicht, oder? Oh, du hast recht, ich habe Ichor-Munition noch. Ja, ja, okay, jetzt. Wie funktioniert denn das? Oh, sehr cool. Ah ja, es aimt, oh mein Gott. Wie viel Leben hat denn der? Nicht mehr viel, passt doch. Wieso ist das so einfach jetzt? Okay. Wir sind ja schnell genug. Warte mal, lass mich lesen. Steht 4999. Ja, da ist noch 4200 übrig. Nun ist doch ganz entspannt. Geht deine Plattform eigentlich bis zum Ende? Ja. Okay. Kann ich testen, ob ich hinter ihn kann? Ja, wenn du willst. Erscheint mir zu voll, ja. Ich meine, ich weiß gar nicht, ob es nötig ist, dass ich überhaupt schieße, weißt du, weil der hat doch sowieso dann immer seine Invincibility. Naja, egal, wir nutzen es wahrscheinlich bestmöglich aus. Oh, meine Fledermäuse helfen auch mit. Wie süß ist das Auto? Die hier noch helfen. Mein Knight ist auch in ihm drin. So, dir geht die Map bald aus. Du hast noch so. Bislang läuft noch. Ja. Wir müssen das wohl viermal machen, so wie sein Leben aktuell ausschaut. Er ist schon halb down. Glückwunsch. Ja, das war ein bisschen zu eng. Aber ja, du lebst noch, das ist die Hauptsache. Ja, aber es war ein bisschen enger, als ich eigentlich wollte. Ja, selbst wenn du nicht leben würdest, was soll's, ich bin auch noch da und ich habe sogar... Ich weiß nicht, ob er instant den Fokus switcht oder ob er dann sonst wohin fliegt. Gute Frage. Hat er mich hat er gerade gar nicht. Ja. Hey, wer hat noch mich? Ich habe ihn gespawnt. Hallo. Ich verliere Geschwindigkeit, wenn ich fliegen will. Ja, ist klar, weil du nicht auf dem Asphalt bist. Der gibt dir jetzt. Heißt, ich komme nicht mehr nach vorne, Dennis. Ich muss jetzt hinter euch bleiben. Naja, ist ja halb gewählt. Sei auf dem Asphalt. Du kannst nicht doch hinterher rennen. Du sollst ja, schneller laufen als der. Ja, aber. Siehst du, was ich meine? Ich komme nicht mehr drüber. Dann spring vielleicht nicht ganz so hoch. Da solltest du es eigentlich vom Schwung her schaffen. Ja, ich habe gerade meine Invincibility verloren. Jetzt muss ich warten, bis ich die wieder habe. Na egal, er ist eh gleich tot. 900. Ja, das sind nicht so viele Rounds, wie du gerade meintest. 800. Ja, keine Ahnung. Ich habe irgendwie... Er hat irgendwie einen neuen weniger in seinen Lebenspunkten, als ich dachte. Ja, das ist ja... Ja,
ist halt. Soll ich die Schwierigkeitsgrad erhöhen? Hat er irgendeinen Drop? Nein. Der hat dann. Ja, die wird er ja jetzt nicht bekommen. Wenn er sein Skeleton Key mehr droppt, er ja nicht. Oh. Da ist er. Bone Key. Bone Key sowieso. Also, ja, Bone Key wird geresearched. Da kann ich ihn von meiner Agenda streichen. Tiki Tote. Ah, ich glaube, dass er das Ding jetzt verkauft. Ich hab's noch nicht gekauft gehabt. Ja. Ich war gerade schnell aus dem Server draußen, WTF. Konnte gar nicht mehr rausladen. D. One. Yes. So, ich habe die Welt gerade wieder entfernt. Achso, die brauchst du gar nicht mehr. Okay. Nein, die waren nur dafür da, weil wir haben ja, glaube ich, in allen anderen Dungeons gemacht. Also brauchte ich jetzt eine, wo wir die nicht gemacht haben. Na gut. Mehr, für mehr war die jetzt nicht da. Deswegen war sie auch klein. Na gut. Das mache ich ja immer große Welten. So. Oh. Okay, Tiki Totem. Gehe ich wieder zu dem Typen da drüben. Also Dennis, dass du gesagt hast, dass ich die Nachos nicht aufheben brauche, war jetzt kein Fehler, weil der Angry Tumbler das auftaucht. Oh Gott. Ich bin schon wieder so blöd gewesen. Das Ding sah aus wie ein Trophäe. Tiki Totem. Research. Vier Arten von Haie. Ich glaube, das Item habe ich sogar schon. Schauen wir mal. L-I-T. Z A R D. Nein. Ah, okay, woher droppt das? Ist da gerade Lizard stabiliert? Oh, die droppen das. Muss ich mir wieder da reinquetschen. Ja. Oder wir haben ja keine in unserer Kisten. Was genau nochmal mit Lizard? Lizard Eye. Da kann mich nicht etwas gefunden sein. Der gefunden ist relativ. Ist ein Drop. Von den Lizards. Ja. Ja, also ich weiß nicht, wie es bei dir ausschaut, aber ich würde jetzt dann langsam aufhören. Würde es aufhören? Ach, das ist das ganze. Dass die ganze Dingens gedraint. Ist mir letztes Mal gar nicht aufgefallen, dass ich hier lang gegangen bin, aber ja, das ist auf einmal alles nochmal da. Ja, cool, gell? So, speichern das hier. Da ist das. Da ist der Lalia. Ah, perfekt. Bin easy reingeglitscht. So schaut's aus. Ja, der Hook ist ja wirklich hilfreich. Da. So, jetzt werden ein paar Lizards gekillt. Bis die Lizard-Eier drauf. Jetzt habe ich auch Waffen, mit denen ich gegen die Viecher ankommen kann. Oh, ich habe anscheinend sogar genug Defense, dass ich mir einen Schaden mache.
Oh. Ja. Also dann kannst du den Part ruhig noch länger machen, aber ich bin dann mal weg. Vielleicht hören wir uns ja morgen am nächsten Tag. Ja. Gute Nacht. Ich weiß nicht, wie lange ich noch mache. Tja, wie weiß ich nicht. Hab ich da noch irgendwas angekündigt? Ich weiß nicht, ob ich das Gradient schon habe, was das ist. Nein. Hallo. Das ist, glaube ich, 1%. Also, like, 100 Gegner müssen reichen. Oh. Ja, da lag's. Okay, gut. So, Lizard Egg. Ah, hier. Searched. Können wir das hier gleich aus der Liste auslöschen? Als nächstes kommt diese Liste der Leafblower, der ist aber, glaube ich, auch wieder Golem-Drop, oder? Plantera-Drop. Gut, ja. Dann kommt der Strange Glowing Mushroom. Ach ja. Die Kiste ist leer. Oh.
Das ist interessant, weil das nicht mal das ist, wonach ich jetzt suchen wollte, aber okay. Warte, was? Hier ist nix. Ich hab den doch hier reingelegt. Irgendwo diesen Glowing Mushroom-Dingens. Den mein Cousin gegeben hat. Der muss doch hier irgendwo sein. Da. Also. Hambat und Tentacle Spike. Gut, dass die gedroppt sind. Thank you for Spike und Hambat. Das sind die beiden Don't Starve Sachen. Dann ist Strange Mushroom. Aus meiner Liste. Dann das Seedling. Ach, okay, das ist Plantera Drop. Wisp in a Bottle. Post Plantera. Okay. Nimbus Wort. Oh, ja, die habe ich noch nicht wirklich gekillt. Das ist auch keine Waffe, die wir schon so nebenbei irgendwie. Die wir schon so nebenbei irgendwie bekommen haben, oder? Schaut nicht so aus. Wäre das eine Waffe, die wir so nebenbei schon mal irgendwie bekommen haben? Weil, keine Ahnung, nebenbei irgendwie ein bisschen spawnen müssen. Ja gut, wir machen dann morgen weiter, würde ich sagen. Bewerte nicht vergessen. Und tschüss.